Und herzlich willkommen bei sunnyblog.de. Mein Name ist Fanny. Wir sind heute bei Familie Orkel, das heißt in unserer Teen Mom Challenge. In der letzten Episode sind Christina und Maya endlich Kleinkindern geworden. Charlotte ist knapp dem Hungertod entgangen. Und ja, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir füge ich noch ein bisschen Geld verdienen. Ich werde jetzt Charlotte einmal schlafen lassen. Oh. Ja, den Ton etwas leiser. So, dann ist das nicht ganz so laut. Ihr kriegt erstmal jeder eine Birne. So. Du hast Hunger. Du kannst eine Birne essen, Mäuschen. Und wie sieht das bei dir aus? Du hast auch Hunger. Du kannst auch eine Birne essen. Und Charlotte, du könntest einmal, nein, wenn du jetzt gerade hier bist, dann einmal das Einrichten gewöhnen, weil wir brauchen noch ein bisschen Kohle. Ja, ich weiß, du hast da gar keine Lust zu. Wir brauchen noch ein bisschen Geld, damit wir die notwendigen Sachen für Kleinkinder besorgen können. Lentes Handgefährt Becken, noch ein Becken. Okay. Und na, die Birne nicht wirklich was gebracht, ne? Okay, dann Recyclingmaterial. Es ist Sonntagmorgens, 4 Uhr. Wir haben kein Bett, wir haben kein Töpfchen, wir haben ein trotziges Kleinkind. Na, das ist Speckchen. War schon verdorben. Das war Charlottes früherer Hund. Soll aber auch beides sein? Nee, nur eine. So. Charlotte, wie schaut es aus? Du hast hier eine verdorbene Flipkarte bekommen. Noch gibt die Mülltonne was her. Jetzt noch müssen wir das ausnutzen. Ja, mach Frau, es wird Spaß machen. Jetzt sind sie sowieso wieder im Umlacht. Schauen wir mal, was sie gefunden hat. Okay. Mal schauen. Was gibt es? Das gibt 260. Und das 285. Dann, ich kann nichts besser bleiben. Ich bin also gerade 8. Und dann geht das hier weg. Und Nachttisch. Okay, ist das sowieso verbrannt. Und dann geht der hier weg.
So. Wir haben jetzt 2000. Wir haben ein paar Teile gefunden. Können wir natürlich können wir endlich ein, wo ist denn das? Ja. Wo ist das? Das ist super. Ja. Können wir uns einen Heimpartner reinstellen? 286. Und dann werden wir aber noch mal. Und ich meine, das können wir eh nicht herstellen. Ein Hüppchen besorgen. Das ist klein, das reicht völlig aus. Immerhin hat Charlotte ja selber auch noch keine Toilette. So. Und jetzt haben wir noch 300. Jetzt muss ich noch einmal. Oh, die kriegen auch 150. Frage ist, ob die Zwerge einmal kurz und damit gar nichts anfangen. Werden die trotzdem verkaufen, weil da können die ja nicht drin schlafen. Dann stellen wir Charlotte das hier rein. Schwarz finde ich ganz gut. Und 600 haben wir noch. Dann würde ich nämlich sagen, ist das mehr als 600? Ach, 675. Okay. Haben wir noch irgendwas gefunden, was wir verkaufen können? Die Geburtsurkunde, ne? Die hängen dran. Oh. Ist ja verstorben. Das müssen wir trotzdem dann müssen wir das dann wahrscheinlich geben. Ich hätte ja gern noch irgendwie. Oder können wir ihr vielleicht Kühlschrank, denn das ist ja auch immer so. Würde. Und vielleicht auch in das richtigere Angebot oder eine. Da können die Kleinen auch nicht drauf schlafen. Ein richtiges Bett kann sie ja nachher herstellen. Ja, ist jetzt so ein bisschen die Frage, ob wir jetzt einen Kochen gehen hinstellen. Vielleicht auch nicht die schlechteste Idee. Allerdings können sie ja sowieso nicht, weil Dings noch nicht ist. Weil sie noch keine Fläche haben. Grillen könnte sie.
Was haben wir denn hier noch? Vielleicht irgendwas finden? Dann gibt es hier noch Möglichkeit auch ein bisschen Geld, aber ich glaube, wir warten tatsächlich noch mal ein bisschen. Vielleicht haben wir ja Glück und wie. Vielleicht nachher noch mal ein bisschen was. Dass wir Geld machen können. Okay, die Kleine hat mehr. Das heißt, das Möhrenbrot und dann das. Das Ehrenlehrer hat wieder. Haben wir ja ganz viel gewonnen, ne? Du hast nur, okay, Charlotte. Nützt alles nicht. Hier nochmal einmal bitte. Gib mir mal die Daumen, dass Charlotte hier noch was findet. Ich muss noch lesen. Schon wieder was vor. Da wären wir wieder beim üblichen Problem. So, komm mal her. Oh ja, ist der Hund. Ja, wir haben einen. Oh. Und. Drei. Drei. Vier. Fünf. Wer hat jetzt hier? Das ist Hunde. Hunde. Ja, du auch. So, jetzt sind sie hungertechnisch erstmal im Geld. Oh, das schläft. Schnee spielen. So, dass Charlotte dann wenigstens ein bisschen besser drauf ist, ein bisschen schläft. Dann müssen wir die erste essen. Spann dich mal nicht, das kostet immer so viel Zeit. Immer die Pizza. Und dann reparierst du das mal. Bisschen kalt, ne? Mama muss ein bisschen Gas geben. Wo ist noch die Birne? Wer hat die vergessen?
Oh, Charlotte, nicht ans Werk hier. Was gerade in die Winde? Aber du kannst noch eine Birne essen. Ich weiß, dass du Hunger hast. Ich weiß. Nicht so viel wütend essen. Was machst du? Du musst auch noch eine Birne essen. Sehr gut, Charlie. Aufwischen. Dann musst du Teile plündern. Ja, ich weiß. Ich weiß. Aber ihr könnt da hinten. Warten, wir gucken. Immer schnell duschen, wenigstens noch. Wenn du was gemacht hast, immer noch mal. Ich glaube, noch essen gehen wäre wichtig an der Stelle. Ja, Charlotte, ich weiß, es ist alles nicht so einfach. Das war's auch schon wieder gewesen mit der. Ja, nun haben wir ein echtes Problem. Müssen wir quasi. Da ist eine kleine Birne. Kannst du noch essen? Nein. Ja, und wir haben jetzt ein echtes Problem, wenn. Ach, das ist ja nicht so schön.
Mal schnell hierher. Im Idealfall kriegst du dich noch mal anders. Cool. Warte. Ja, ich kann. Warte, essen. Noch was findet. Dann geh nach Hause. So. Warum esst ihr das nicht? Okay, Moment. Also, wenn die das jetzt doch nicht essen, dann müssen wir doch einmal. Versuchen es mal. Alles kommen. Habi. Mal, du kannst das kaufen, das ist immer noch was. Schade. Nein. Och nö, Leute. Das war ja mal nix. Das war ja mal gar nicht. Kann ich den kaufen? Sie hier was kaufen? Und wir nehmen nicht. Ja, wo kriegen wir jetzt was zu essen her?
Im Moment haben wir ja noch Strom da. Dann ist das jetzt gut. Dann machen wir jetzt den Polarisator hier. Aus. Dann kaufen wir jetzt den Schrank, weil sonst kommen wir hier nicht vorwärts. Wir nehmen den günstigsten. Und und ein bisschen wenig Platz. Das nächste, was dann ist, ist, dass wir das Haus auch wieder vergrößern müssen. Kostet das eigentlich? 132 haben wir sogar noch. Dann machen wir das jetzt noch zusätzlich. Auch wenn uns die Lebensmittel da zum Beispiel permanent verderben. Auch wenn der Kühlschrank quasi permanent ausfallen wird. Ihr kommt auch schon mal hier hin. Hier hin. Ja, nur schnell genug sein und ihr das. Oh,
Nummer 1. Ja, komm. Nummer 2, Käsekreppel. Los. So, und Schale kann dann einmal. Ja, komm, schnell. Windel gemacht, nee, ja. Das ist wie wahrscheinlich das Virus. Wir sehen, dass wir wenigstens so weit kriegen, dass er sich. Tina, hast du fertig? Ja, Lea? Fertig und dann geht sie die. Und auf den Treppen sitzen. Oh. Komm, Charlotte. Die ist aber auch langsam, ne? So langsam. Dann muss ich mal ein Nickerchen. Ja, das kannst du machen. Lüge ist quasi die beste. Ja, nur in Socken. Das macht man nur in Socken bekommen. Weil das ist eure Tante. Das ist schon. Du musst dich entspannen und das wirklich machen. Das ist die Tante, die die Windel wechseln kann. In die Windel. Hier, oder sind wir hier? Immer noch so. Ich muss dann auch noch mal in den Müllcontainer, ist nichts mehr.
Den kannst du auch. Ja, weißt du, na, mal schnell noch hin, mal braten. Schale. Auch mal ein bisschen vor. Oh Mann. Wie spannend ist es? Kinderversorgung. Wie du davor an Geld kommst. 29, nochmal. War schon. Okay, dann mal schnell duschen. Na, zumindest schon mal 126. Ja, dann können wir nämlich noch mal. Dann nimm noch mal ein Sandwich. Ja, ich weiß, kein Tee und nix, ne? Kein Tee, kein Strom. Voll doof. Nein, Lilith. Möchte ich nicht. So, eigentlich solltest du auch, den Bitschwer eins für Kinder rausholen. Mach weg, erstmal weg. So. Und dann nützt es nichts, es nützt ja nichts. Du hast mittlerweile schon. Das nicht mehr haben. So, das ist eine leere Schüssel. Du? Ja, komm schnell essen. Du bist vor allem müde, okay. Charlotte, wenn er jetzt bitte irgendwie jetzt fast wieder ordentlich Simoleons reinbringt. Ja. Ja. Gar nichts. Das wäre irgendwie schon hilfreich, wenn wir irgendwie mal dahin kämen. Müssen halt auch irgendwas an ihren Bedürfnissen machen, ne? Ich weiß.
wenn wir sie nicht von den Bedürfnissen höher kriegen, dann werden wir ja auch nicht weiterkommen. Wir kriegen ja nie was nicht fertig, oder? Wird eigentlich nicht auch was, ne? Eigentlich im Wasser. Ja, hast du schon wieder Hunger? Ja, da. Da kannst du nicht. Erst reparieren. Hände waschen. Hände waschen. Wir müssen Charlotte von den Bedürfnissen hochkriegen, weil sonst erntet sie nicht und verdient kein Geld, sonst kriegen wir sie nicht an die Maschine zum Möbel bauen und nix. Wir brauchen alles. Wir brauchen da hinten. Ich nehme das mal auf. Dann gehst du. Du hast gegessen? Okay. Und tut sie dann auch nicht. Wir müssen irgendwie die Dürre hochziehen. Aber wir haben vier Bedürfnisse schon mal grün. Das ist schon mal ein Anfang. Es ist nach wie vor der Schlaf, der mega mangelhaft ist. Ja. An dieser Stelle würde ich dann auch gerne die Folge für heute beenden. Es war anstrengend, chaotisch. Wir haben einen Grill gekauft, der quasi sofort in Flammen aufgegangen ist. Super. Wir haben einen Kühlschrank gekauft, wir haben diesen Fabrikator gekauft und wir haben ein Töpfchen gekauft. Wir haben kein Bett für die Kleinen, wir haben kein Bett für Charlotte. Wir haben keine Werkbank, wir haben keinen Strom, wir haben irgendwie gefühlt immer noch gar nichts. Ach ja, dieses Ding habe ich mir überlegt, würde ich trotz allem gerne behalten. Wird dann sozusagen die Entbelohnung. Wenn sie soweit ist, dass sie den Strom hat und wenn die Bedürfnisse her gut ist, dann anreizen. Ja, Charlotte findet irgendwie gerade nichts im Container, außer Abdrucken und Pfeilen. Aber okay. Eine Baustelle nach der anderen. Jetzt haben sie erstmal was, wovon sie schnelle Mahlzeiten haben können. In diesem Sinne, ist auch schon wieder 4 Sekunden.
Ich habe schon wieder viel zu lange aufgenommen, aber okay. Wir haben den ersten Tag mit den Kleinkindern geschafft. Es sieht noch chaotischer aus als mit Babys und ich glaube, das wird auch noch eine Weile so bleiben. Tatsächlich. Wir schauen mal. Wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, würde ich mich freuen. Dann lasst mir gerne ein Abo, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst von Charlotte und Maya und Christina, den Zwillingen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, alles Gute euch. Ciao!